liebe Schwestern und Brüder, wie Jesus im Evangelium heute einen wachen Geist verrät, einen wachen Geist, der bereit ist, sich zu ändern, auf die konkrete Situation einzugehen, auf die Not dieser Frau. So interpretieren die Väter ebenso das Verhalten des Salomo. Dieser vielgepriesene Salomo, dessen Weisheit, so sagen die Väter, wie ein Morgenstern über der Welt aufgegangen ist, er wird nachlässig. Wenn man das nachliest, findet man keinerlei frauenfeindliche Auslegung nach dem Muster, die bösen Frauen haben den guten Salomo verführt. Das sagen die Väter nie. Sondern sie deuten die Stelle so, dass wir selber wachsam sein müssen, weil unentwegt Einflüsse auf uns einströmen. Einflüsse, die man sich früher gar nicht hätte vorstellen können. Deshalb müssen wir über unsere Gedanken wachen und klar ausgerichtet bleiben. Und weil Salomo nachlässig wurde, diesen unterschiedlichen Einflüssen gegenüber, tat er, was dem Herrn missfiel. Wie kann das gehen? Wie kann man einen Kompass finden? Unablässig ausgerichtet zu sein, ohne zum Skrupulanten zu bekommen, dass dies und jenes schon wieder nicht richtig ist. Das ist nicht der Punkt. Wir müssen das, was wir morgens beten, im Psalm 95, den Doppelweg tun, auf die Stimme Christi hören und sie nicht in Einzelfällen ausschalten, sondern im Gegenteil. Jetzt, wo so viel über die Einzelfälle und Situationsethik diskutiert und gesprochen wird, gerade in den Einzelfällen gilt es, die Stimme Christi zu hören und nicht zu sagen, naja, das hat Jesus vielleicht noch nicht so genau gewusst. Solche Argumente sind unerträglich. Jesus, wie es das Johannesevangelium einmal so treffend sagt, weiß genau, was im Menschen ist. Er weiß auch, dass wir schwach sind, dass wir manchmal in Einflüsterungen und Einflüssen erliegen. Aber er hilft uns, wenn wir gewillt sind, auf seine Stimme zu hören. Und wenn er der Orientierungspunkt unseres täglichen, ja alltäglichen Lebens ist. Dann wächst dieser Kompass mit der Zeit. Er wird stärker. Wir vermögen ihn nicht mehr aufgrund dieser Einflüsterung oder jenes Eindrucks einfach wegzuklicken, wie wir das so oft tun. Sondern wir bleiben ihm treu. Und darauf kommt es an. Halt.